In den kommenden Monaten möchte ich dir helfen, diese Zeit effektiv auszunutzen. Und der erste Punkt ist der Abschwung, der Start des Abschwunges. Wie solltest du deine Hände und Arme bewegen? So, ich brauche erstmal ein bisschen Hilfe von dir. Nehme dich erstmal auf. Schaue, dass die Hände genau zwischen der Kamera und dem Ziel sind. Und dann downloade eine App, wo du ein bisschen malen kannst, Linien zeichnen kannst. So, wenn du dann deinen Schwung hochgeladen hast auf deine App, male eine Linie genau oberhalb vom Schaft, das ist die Schwungebene. Okay, und dann lass deinen Schwung laufen in Zeitlupe. Schaue, ob du beim Abschwingen die Hände weit oberhalb der Linie hast oder ob du den Schlägerkopf irgendwo weit oberhalb der Schwungebene hast. Wenn das der Fall ist, ist dieses Video sehr, sehr wichtig für dich. So, was du tust, werde ich gleich ansprechen. Aber ganz kurz, manche Golfer sind auch hier beim Abschwingen. Die kommen zu sehr von innen nach außen. Also die Hände sind hinter dem Körper, der Schlägerkopf ist hinter dem Körper. Dann ist es notwendig, wenn du beim Abschwingen irgendwo hier bist, dass du gleich mit einer Drehung den Abschwung beginnen solltest. Es wird dir nicht bringen, dein Gewicht nach links zu verlagern, weil dann wirst du noch mehr von innen kommen. So bitte, falls du hier hinten bist, musst du sofort drehen, weil du musst Hände und Schläge mehr vorne bekommen. Diese Golfer sind aber die Ausnahme. Die meisten Golfer haben Hände oder Hände und Schläge zu weit vorne. So, hier kommt der Tipp für dich, falls du das jetzt gesehen hast auf deiner App. Beginne erstmal mit einem kleinen Schläger. Ich habe hier ein Gap Wedge, mein 52 Grad Wedge. Und ich mache erstmal eine Übung. So, was habe ich da getan? Ich habe ausgeholt. Ich gehe davon aus, dass du in einer guten Position hier bist, dass die Hände vor der Brust sind. Wir machen hier eine Pitch-Bewegung, also einen Dreiviertelschwung. Das Griffende zeigt irgendwo auf die Ballziellinie. Ich habe einen 90-Grad-Winkel hier zwischen Schaft und Arm. So, das Erste, was du hier machen solltest, ist, dein Gewicht nach links zu verlagern und die Arme zu senken. Vielleicht fragst du dich, was sollte man mit diesem Winkel hier tun? Denk gar nicht daran. Wenn du dein Gewicht verlagerst und die Arme senkst, wird dieser Winkel wahrscheinlich bleiben. So, mach dir erstmal da keine Gedanken. Okay, so du musst es tun, bis die Hände auf Hüfthöhe sind. Das ist Punkt Nummer 1. Und wenn du diese Position erreicht hast, dann dreh dich zum Ziel. So, du merkst, die Drehung vom Gefühl her sollte viel, viel später passieren. Man sieht immer wieder, dass man die Hüfte drehen sollte. Und das verursacht viele Probleme, weil wenn ich von außen komme, wenn ich meinen Schwung so starte, dann darf ich auf gar keinen Fall zu früh mich drehen. Ich muss erstmal schauen, dass meine Hände gesenkt werden. Und das passiert nur, wenn ich es schaffen kann, erstmal meine Schulter so stehen zu lassen und das Gewicht leicht nach links zu verlagern. Dann bist du in der Position, dich zu drehen und diesen Winkel jetzt zwischen Arm und Schaft so richtig zu lösen. Es wird ein bisschen dauern, aber wenn du das hinbekommst, also das richtig timest, wirst du sofort ein sehr weiches Gefühl hier im Treffmoment haben. Und das ist der Fall, weil du auf der Ebene bist. In der Vergangenheit warst du da und von da war der Eintreffwinkel recht steil. Ja, du hast manchmal es geschafft, den Ball zuerst zu treffen, aber immer mit einem harten Gefühl. Fange erstmal mit deinem Wedge an.
dann mach das mit deinem Eisen 8, mit deinem Hybrid, mit deinem Holz, mit deinem Driver. Das gilt für jeden Schläger. Dieses Video ist wichtig und ich wünsche dir viel, viel Spaß beim Umsetzen. Falls dieses Video dir was gebracht hat, bitte einen Daumen hoch, würde ich sehr schätzen, und abonniere Wohnhotel Golf.